Weil diese Steine sind öfters hier so an der Felswand und alles, deswegen gehe ich hier gerade so ein bisschen so her. Jetzt hier natürlich Ende, wow. Da links war zwar was, aber da konnte ich halt nicht hoch. Schade. Hier ist ein Mammut, hallo. Da ist wieder Stein da unten. Ui, wir rutschen den Berg runter. So, Dorf. Wie viel brauche ich noch? Nordschwarzstein habe ich, der braucht davon nichts. Nordton. Jetzt brauche ich noch Ton. Ton finde ich ein bisschen schwieriger zu finden. Ich glaube, das kriege ich nicht davon, ne? Nee. Komm, wo ist es? Das ist auch voll schwer zu erkennen. Hier irgendwo Nordton ist. Ne, das sind nur Steine. Da war noch so ein Bär. Irgend so ein scheiß Unterstoff. Ist hier Ton? Nö. Hä? Hey, ich brauche doch nur noch Ton. Ich lasse gerade alle Gegner einfach an mir vorbeilaufen. Komm schon. Wir müssen doch hier irgendwo Ton finden. Da ist Ton. 4. 2 nur, Mann! Da ist auch noch Ton, glaube ich, oder? Ja. Weg da. Weg da, weg da, weg da. Da ist Nordschwarzstein. Hier ist aber noch irgendwo Ton. Da unten. Da unten. Hier. Ton. So. Jetzt gehen wir nämlich hier zu dem. Ja, wir reisen jetzt gerade noch ein bisschen hin und her. Wir beeilen uns natürlich. Denn das gehört, glaube ich, noch zur Mission. So, das tut mir leid, da war ein ganz kleiner Sprung drin. Ups, jetzt bin ich ins Feuer gelaufen. Weil meine Festplatte voll war. Wir haben den Nordschwarzturm gefunden. Mussten jetzt hier die Hütte upgraden. Der hat sich ein bisschen gefreut und jetzt stehen wir hier vor und der hat auf einmal eine Quest oder so für uns. Balchumansin. Da, Sushalhai. Swasar, Wana. Udan. Komm, mach jetzt schneller, bitte. Darkwatch. Bitte. Tam Malshazar. Wanash. Manu da. Laksewa. Na. Malshazar. Jarta laikwa. U. Swasar. Guan. Urus. Salwaya. Alles klar. Gut, jetzt haben wir noch eine neue Mission gekriegt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Dorf. Aber ziemlich cool, dass wir jetzt so gut wie alles aufgebessert haben. Dort brauchen wir jetzt Alderholz, seltenes Löwenfell und Schilf. Okay, das kriegen wir eigentlich alles hier vorne. Alderholz und so kriegen wir natürlich hier unten. Ja, geh weg, jetzt häng ich hier fest. Das ist doch alles... Oh. Ich will euch nicht zuhören. So, wo hast du denn jetzt die Mission hingepackt? Töte dich fest dann da. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. So, wir brauchen jetzt Alderholz und natürlich Schilf und so weiter. Na, Schilf wird, glaube ich, nicht angezeigt, sondern kommt hier einfach so am Flussrand vor. Da seht ihr... Doch, es wird angezeigt, aber als Holz oder sowas. Schilf. 2 haben wir nur. Shit. Brauchen viel mehr. Wir brauchen so 20 oder so. Keine Ahnung. Voll viel. Richtig, da vorne ist noch Schilf. Ja, das wird echt... Ja, es wird als irgendwas anderes angezeigt. Als... Keine Ahnung was. Ja, da sind die scheiße Rothunde wieder. Da vorne ist noch Schilf. Ist hier noch irgendwo Schilf? Komm schon, lauf, 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 lauf. Ist da Schilf? Nee, das sieht nicht so aus. Ich muss schauen, dass ich das echt jetzt schnell mache, weil in einer halben Stunde ist meine Festplatte schon wieder voll. Da vorne ist Schilf. Ist da und dann rechts. Und ansonsten habt ihr dann schon wieder so einen harten Cut da drin. 3 noch. Das heißt, da vorne die könnten die letzten sein. Ja, wird auf jeden Fall sein, weil links ist dann auch noch was.
Schilf hätten wir dann auf jeden Fall. Ja, nur zwei Schilf. Das ist natürlich doof. Dann verpisst euch. Wo seid ihr da? Weg mit euch. Ach, weg mit dir. Mann, geht mir doch nicht so am Sack. So. Schilf hätten wir. Dorf. Alderholz und seltenes Löwenfell. Alderholz kriegen wir auch noch, auf jeden Fall. Aber seltenes Löwenfell wird natürlich selten sein. Oh. Scheiße, wenn ich nur auf die Map achte. Alderholz viermal, das sollte reichen, oder? Brauche ich noch was? Nee, ich brauche noch viel mehr. Okay. Okay, hallo. Weg mit dir. Gut, dass wir das geklärt hätten. Alderholz, aua, hör auf damit. Da vorne ist noch Alderholz. Und wie viele habe ich jetzt? Komm schon. Genug. Gut, jetzt kommt seltenes Löwenfell noch. Nee, das sind auf gar keinen Fall Löwen. Wo sind denn hier Löwen? Komm, Löwen, einfach ganz normal Löwen. Höhlenlöwe. Sind es die einzigen? Das sind Wölfe, ne? Löwe, 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 Löwe. Es gibt, glaube ich, noch Höhlenlöwen, ne? Das könnte ich eigentlich auch da versuchen. Die klettern kann. Zähmbar, okay. Okay, okay, okay. Komm, schnell, 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 schnell. Da, wir gehen mal dahin, weil das direkt daneben ist. Das ist super. Ja, die ist natürlich ganz toll. Komm, lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Löwe. Oh, 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 oh. Nicht fallen. Der Höwe. Löwe, der Höwe. Soll da unten sein? Okay. Ah, hier waren wir doch letztens schon. Wegen dem Tiger. Da ist ein Höhlenlöwe. Den da. Den da bitte angreifen. Ne, der war nicht selten. Holzpfeil. Da ist eine Ziege. Da ist noch ein... Ne, das ist ein... das sind Wölfe, Mann. Komm schon, sag mir bitte, dass hier noch irgendwo ein Löwe ist. Kann doch jetzt nicht der einzige Löwe sein, oder? Ach, komm schon, Mann. Nein, nein, nein. Wieso muss das so selten sein? Das kann jetzt nicht einfach irgendein Scheiß wieder sein. Warte. Da. Hol dir mal den Löwen da. Bitte. Das ist nämlich ein seltener. Komm. Jawohl, den haben wir. Komm. Seltener, schwarzer Höhlenlöwe. Komm, gib mir die. Ja. Komm schon, Dorf. Wir können es upgraden. Geil. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz schnell, wieder ins Dorf zurück. Ich scheiß jetzt einfach drauf, dass ich nicht alle Dinger gezähmt habe. Das ist mir gerade eingefallen, als ich den seltenen Höhlenlöwen da getötet habe. Weil den haben wir ja noch nicht gezähmt. Aber das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Weil damit kann ich ja jetzt eh nichts mehr anfangen. So, komm, verbessern. Grundbesitzer, Erfolg freigeschaltet. Jawohl. Jawohl. Der freut sich jetzt auch nochmal. Gut. Und wir haben doch keine Zeit mehr. Bitte hab jetzt keine Mission für mich. Jawohl, der hat keine Mission für mich. Gut. Dann gehen wir mal eben auf Fähigkeiten. Fähigkeiten. Bla bla bla. Tiermarkierung, okay. Tiere verwunden. Ne, das ist jetzt scheißegal mehr. Ist auch scheißegal. Das hier könnte noch wichtig sein, keine Ahnung. Doppelte Fallen, Nahrungsbooster, okay. Okay, komm, machen wir das auch nochmal. Gut. So, dann gehen wir mal eben noch zu der Mission von da. Und das sollte die letzte Mission dann sein. Weil wir haben dann keine Mission mehr, außer die ganzen Nebenmissionen.
Ich würde zwar die von da jetzt auch als Nebenmission eher bezeichnen, aber die ist halt noch da. Ha, die von da ist noch da. Okay, sorry. Wir drücken B, gehen auf den da, weil der macht eindeutig viel mehr Damage und schneller und alles. Oh, jetzt ist der ganz hinten. Wow. Die gehen weg. Du gehst weg. Ey, ich hab gesagt, du gehst weg. Danke. Komm. Zack, 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 zack. Ah, finde ich cool, dass wir jetzt auch noch das Dorf aufgebessert haben. Und jetzt noch eben zu da gehen und die letzte Mission von dem machen. Hoffe ich. Könnte natürlich auch die vorletzte sein oder die vorletzte von ihm. Aber ich denke, das ist die letzte. Weil viel mehr Missionen hatten die anderen, sagen wir, Nebencharakteren ja auch nicht. So, 50 Meter noch. Der Wolf da hinten oder die Raubkatze kannst du eh ja nicht mal angreifen. Schwestern des Feuers, wir sollen die töten, ne? Oder was sollen wir damit machen? Töte die Siedler und die suchen die Lassen, da zu rächen. Okay, wow. Sollen die töten? Können wir mal eben schnell machen. Zack. Töte die. Töte die. Die suchen. Jetzt brennt hier alles ab. Hilfe. Hilfe. Es brennt hier alles ab. Bogen. Wo sind die? Hä? Wo sind die? Bin ich doof? Da ist einer. Zack. 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 Oh, oh. Aua. Oh, 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 oh. Oh, wow, wow, wow. Tot. Oh, oh, oh. Kann das Ziel nicht erreichen. Wieso kannst du die scheiß Ziele nicht erreichen? Bist du doof? Bist du doof? Komm, wir müssen das hier freilassen. Freilassen. Hilfe. Und weglaufen. Boah, die tötet gerade meinen Löwen. Meinen Tiger. Oha. Was ist falsch mit dir? Eat me. Oh, ich lauf dabei weiter. Ich glaube, das war nicht gerade schlau, dass das so oh, schnell machen wollte. Oh, eben hier alles so. Hier, da, da. Zerbrechen. Klick. Weg ist er. Ah. Hat er sich gerade geduckt? Ich hoffe wohl nicht. Oh, 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 oh. So, durchsuchen. Zack. Zack. Die durchsucht jetzt natürlich auch noch. Durchsuchen. Komm. Und jetzt einfach flüchten. Nein, komm aus dem Isila-Lager. Alles klar, wir flüchten. Go. Los. Und komm mal. Und spring. Jump. Ah. Geil, das haben wir auch geschafft. Schwestern des Feuers abgeschlossen. So, oh, meine Bestie. Ah, egal. Die kann ich gleich wiederholen. So, haben wir jetzt noch eine Mission? Ich denke mal nicht. Doch, da. Wahrscheinlich dem noch Bericht erstatten. Und dann bin ich ja mal gespannt, was passiert. Ob das einfach nicht weitergeht oder ob, also, ob jetzt einfach gar keine Credits mehr kommen. Warte, wir können mal eben hier reinschauen. Genau, das haben wir alles gemacht. Wir können mal eben hier. Okay, ja, ziemlich gut. Wir haben fast alle wichtigen Orte entdeckt. Außenposten, Lagerfeuer haben wir alles gemacht. Nice. Okay, das müssen wir halt noch abgeben, genau. Das hier haben wir alles gemacht, der Fortschritt und so. Und jetzt hier. Gesamtfortschritt, okay, ja, klar. Da kommt halt alles nochmal zustande. Aber so sollten wir jetzt eigentlich durch sein. Hoffe ich. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was wir sonst noch machen könnten. Außer halt die ganzen Nebenmissionen. Aber dann würde ich eher sagen, dass wir das dann beenden. Nordton und so, seltene Rotelchhaut, wow. So, komm. Da, ich bin da. Hallo. Das ist ein da. Richtig komischen Arsch. Ball. Hüfte. Ja. Dann. Was hast du gemacht?
Haiwa Ul Balar. Ja, hab ich. Nu Ul Guanta. Tabal Malchasar. Mubalasar. Kapalpur. Guardu Martibar. Ja, sein Fieber. Takar. Da. Guan. Nein, was ist das? Schlau, Dragwash. Tja, da ist er tot. Da ist tot, nein, und wir haben doch so schön seine Hütte aufgebessert, wow. So, jetzt gehen wir noch zu Isida. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass da jetzt auch gestorben ist. Uguam! Winza! Guarishamas! Ola, Marwa! Tsush Dugistar Shah! Masidam Shabala! Nati Haika Guasta, Saila! Salwa Urus, Winja Nashman Waida, Takar Nashman Dwayarsh. Shaja Mas Warbiti Warsh. Tibal Shayu, Winja Yoga. Takar Warbati. Takar Warbati. Takar Uhara. Nu. Tibrayash Swarsta. Land von Oros. Erobert. Ja, und da sind endlich die Credits. So. Jetzt kann ich auch endlich mal mein Fazit geben. Ich finde es jetzt auch ziemlich scheiße, dass hier keine Musik unterlegt ist. Meine Güte, das sind die Grundlagen von einem Spiel. Oh. Erstens, dass bei den Abspannen immer die beste Musik vorhanden ist. Zweitens, dass bei spannenden Sachen immer Musik vorhanden ist, wie der Tod von Da, der Tod von Ul, der Tod von Batari. Dort war überall keine spannende Musik, sondern höchstens so ein paar Trommeln oder so. Aber selbst die waren nicht spannend oder so. Deswegen fand ich das da ziemlich scheiße, muss ich ja schon mal sagen. Ja, mit Spannung und so müssen die echt nochmal ein bisschen üben. An sich fand ich das Spiel relativ gut, aber auch relativ scheiße, weil es war was Neues, es war halt, mir ging ehrlich gesagt Far Cry so, wie ich es kannte, Far Cry 3, Far Cry 4 und so, so langsam auf den Sack. Deswegen fand ich es mal schön, so ein Uhrzeit-Ding zu haben, was ja momentan auch nicht so, wenn ich mal zurückdenke, nicht so ausgelutscht ist, sag ich mal. Also, keine Ahnung, Dschungel, so Open World oder Krieg, was weiß ich was, gibt's ja halt schon und ist auch ziemlich ausgelutscht. Jetzt so Uhrzeit gab es noch nicht so extrem. Das fand ich auch ziemlich nice. Ich fand auch ziemlich nice, dass
man sein Dorf und alles aufbessern konnte. Und natürlich auch Tiere zähmen konnte und drauf reiten konnte. Das fand ich ziemlich cool. Und dann gab es halt wieder die üblichen Far Cry-Dinger wie Lagerfeuer, Leuchtfeuer, Außenposten oder so. Das gab es ja in Far Cry 3 und Far Cry 4 schon. Gibt es ja auch in zum Beispiel Assassin's Creed diese Aussichtstürme, die man erobern sollte. Ja, so etwas finde ich okay. Auch die ganzen Nebensachen wie die Deichhand und so. Wenn man drauf Bock hat, kann man die ja sammeln. Ich bin ja nicht so ein Ding, weil ich dann danach der dritten Deichhand oder so kotze, weil mir das zu langweilig ist. Aber deswegen, das waren halt die positiven Dinger. Aber die negativen Dinger sind halt, die Spielwelt ist viel zu monoton. Da ist ein Wolf, da sind wieder 10 Wölfe, da sind wieder ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Bär, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Berg, da ist ein Wald, da ist ein Fluss, da ist ein Wald. Deswegen, das wird so langsam langweilig. Deswegen bin ich auch relativ froh, dass das Spiel an sich jetzt eigentlich nicht so lange gedauert hat. Deswegen hätte es jetzt noch 10 Stunden länger gedauert, wäre schon, boah, da wäre ich schon an meine Grenzen gekommen. Aber, auch die Story und so, die fand ich jetzt nicht so krass. Also, kann man machen, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Das ist auf gar keinen Fall ein Story-Game. Das ist eher so ein bisschen erkunden, ein bisschen austesten, was man machen kann und ein bisschen halt die Uhrzeit ausnutzen. Weil Story-Game, erstens, die Musik fehlt auf jeden Fall. Ohne Musik, echt, habt ihr schon mal einen Film oder so ohne Musik oder ohne spannende Musik gesehen? Da kommt kein Feeling auf. Auch hier, ich habe null Feeling momentan. Was soll ich jetzt sagen? Weil die Story, keine Ahnung, du rettest die halt vor dem Typen, vor der, aber die sind jetzt halt nicht so schwer, wo du sagen würdest, okay, es liegt vielleicht auch an der Musik, ja? Ich krieg dabei einfach kein Gefühle. Bei Ull habe ich jetzt ein bisschen Gefühle bekommen, weil halt ein Baby und alles in der Hand hatte und, keine Ahnung, halt so hochgepriesen wurde und uns angegriffen hatte ganz am Anfang und bla bla. Aber auch der war jetzt nicht halt unbesiegbar. Ich habe ihn halt beim ersten Mal geschafft. Deswegen fand ich das jetzt nicht so, so krass. Und ich hoffe, die Credits, die enden bald, weil ansonsten ist meine Festplatte gleich mal. Die enden jetzt gleich, weil Special Thanks und so. Und ich rede gerade ziemlich schnell. Aber, keine Ahnung, Far Cry Primal. Wer auf so ein Setting steht und alles, kann es sich holen. Aber wenn ihr jetzt erwartet, so Far Cry, boah, geil, neues Far Cry oder so, würde ich es mir überlegen und vielleicht nochmal andere Videos gucken oder euch mal reinschauen oder so. Aber jetzt zu sagen, so, oh, geil, das ist mit das beste Far Cry ist auf gar keinen Fall. Weil dafür waren die Charaktere mir einfach zu unsympathisch. Selbst dieser, ich glaube, die Sprache an sich hat es gar nicht gemacht. Es war wirklich die Musik oder so. Weil wenn, ich weiß noch nicht mal, wären die, in Far Cry 3 war es zumindest so, da war der Hauptgegner ziemlich witzig. Also da konnte man sich identifizieren mit und die waren halt ziemlich witzig. Und Far Cry 4 war ja ähnlich. Zwar nicht so krass, aber auch ähnlich. Aber jetzt hier, keine Ahnung, was soll ich mit Ull machen? Töten, mir nicht. Was soll ich mit Batari machen? Ich wusste gar nicht, was Batari auf sich hatte. Und dass die eine die ganze Zeit Stimmen hörte, tja, ist halt so. Keine Musik, keine Gefühle, nix. Puh, ist halt so. Und deswegen, nettes Spiel zwischendurch, aber ich würde, falls ihr euch jetzt so denkt, so, soll ich es mir kaufen oder nicht, ich würde warten, bis es im Angebot ist. Weil ich weiß nicht, 60, 70, auf Konsolen vielleicht 80 Euro oder so, ist zu viel. Deswegen, wenn es im Angebot ist, so ab 30 oder ab 40, ja, oder 45 oder so, 45 wäre die Grenze nach oben, also als nur drunter. Als drunter würde ich mir vielleicht gönnen, aber mehr kannst du davon nicht erwarten, weil ihr habt es ja jetzt gesehen, es waren Tiere da, es war keine Musik da, es waren keine Gefühle da. Du musstest wieder aus dem Posten und alles einnehmen und das war es dann irgendwie.
Da war halt nichts Besonderes irgendwie, keine Ahnung. Weil in Far Cry 3 gab es ja auch so eine Harpune oder so, die war ziemlich geil, die hatte so einen Gebug, dass sie ziemlich weit wegflogen. Und Granaten und was weiß ich was. Hm. Hier hat sie jetzt einen Bogen, okay, ganz nett. Aber den Speer, okay, der Speer, der hat ein bisschen Rückstoß gehabt, aber ansonsten war da nichts Besonderes. Ist halt so ein Titel, der rauskommen sollte, damit die vielleicht noch ein bisschen Geld einnehmen. Keine Ahnung. Ist halt nichts so, wo man sagen würde, da erinnert man sich in 10 Jahren noch dran. Nee, auf gar keinen Fall. Da wird man sich vielleicht, keine Ahnung, in 2 Monaten nicht mehr dran erinnern. Es gab mal irgendein so ein Teil da, okay. Das ist wie der x-te COD-Teil. Da gibt's halt CODs, okay. Wie, keine Ahnung, MW3 oder so. Ist halt da, ja. Aber ist jetzt nicht so krass wie MW2. Ja, deswegen. Far Cry 3 war auch fast, würde ich sagen, fast nicht zu überbieten. Da wurde es zwischen auch ziemlich langweilig. Aber der Hauptcharakter und so war halt ziemlich witzig. Und man hat da Beziehungen aufgebaut und mit Musik und alles hat gepasst. Ihr merkt es ja richtig, wie ich auf die Musik rumhacke, ne? Weil ich hatte am Ende jetzt einfach keine Gefühle. Sonst denke ich mir immer so, scheiße, das Spiel kann nicht zu Ende gehen. Das kann nicht sein, jetzt ist doch gar zu geil. Und jetzt denke ich mir so, okay, ist zu Ende. Und ja, wir lassen das hier nun noch eben durchlaufen. Ich hoffe, das endet jetzt echt bald. Ich habe jetzt gerade noch 5 bis 10 Minuten gelabert über das Spiel. Und hier sieht man mal eben noch die ganzen Vertonungen. German, Martin Keuer. Ja. Das einzige Gute, sag ich mal, war der eine Typ mit dem einen Arm. Den fand ich witzig. Aber der war auch nicht so witzig wie der Endboss in Teil 3 oder so. Ah, den fand ich ganz cool. Den fand ich cool. Weil der war witzig, nett und so. Und, wie hieß der noch? Nicht Ul, sondern der andere, der fliegen wollte. Was ist eigentlich aus dem geworden? Nee, der ist im Dorf, ne? Was? Ah, das war der... ja, genau, das war der eine Typ, der auch noch ein Haus bekommen hat. Genau. Ah, finde ich auch ein bisschen doof, dass man da jetzt alle Häuser upgraden musste am Ende. Alles, keine Ahnung. Das muss nicht sein. Ich finde das Netz extra, aber muss nicht sein. Und Junge, wie lang gehen diese scheiß Credits? Boah, Performance Talent. Ja, Maincast, Elias, Tufix, Sys oder so. Performers, Dialect Coach, Movement Coach. Boah. Operations. Junge. Wenn das jetzt nach Alphabet geht, so STOPQRSTUVW, dann sollte es ja jetzt gleich zu Ende sein. Nee, geht nicht noch. Aber jetzt kommen die External Partners, das heißt, jetzt kommen die ganzen unwichtigen Dinger wie Special Thanks und so. Deswegen sollte es nicht mehr so lang dauern. Aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr von dem Spiel gehalten habt, wie euch das Let's Play gefallen habt. Und ob ihr von Anfang bis Ende geschaut habt oder ob ihr jetzt einfach nur in die letzte Folge reingeschaut habt, weil ihr dachtet so, oh, letzte Folge, ich muss da reinschauen. Ja. Ich werde das Spiel jetzt gleich deinstallieren, weil das hat für mich keinen Wiederspielwert. Null. Also, es wird auf meinem Speicher irgendwie vergammeln. Das werde ich vielleicht in, keine Ahnung, 10 Jahren nochmal spielen, wenn ich mir so denke, warte, ich will nochmal Uhrzeit haben. Und dann packe ich das nochmal aus. Aber dann werde ich das nur so, keine Ahnung, 5 Stunden spielen und fertig. Weil das, wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Ja, und da ist gerade mein Speicher voll gewesen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Let's Play. Haut rein. Ciao.
Quinja Salwa. Mam Urus Ati Jauha.